Nee, ik zit niet. Appen. Appen! Zum neuen Vlog von Simi und Joko. Der Joko ist gar noch nicht da. Der hat nämlich eine Sitzung jetzt. Aber ich bin jetzt schon im L beim Carsten. Hello, Bitches and Suckers. Du darfst einfach mal das übernehmen, vom, was der Joko sonst macht. Ja, ich wollte ihn ja nur vertreten. Oh, schlieb. Ja, ich bin im L und es ist spannend heute hier, Leute. Sehr spannend. Ich habe ganz viele Sachen gesehen und ich glaube, ich zeige euch das nicht. Aber ich muss! Da findet nämlich eine ganz spezielle Party statt. Da ist der Flyer und so fertig, mehr sage ich nicht. Und da hinten passiert ganz viel nachher. Also nicht nachher, aber irgendwann. Ein paar. So fertig gesehen. Ja, es ist eine schwule Party, die hier stattfindet. Sehr eine offenherzige schwule Party. Ich werde dort nicht da sein. Sali, ich habe es jetzt auch endlich mal geschafft. Sali zusammen müsste ich auch noch sagen. Ich habe es auch mal geschafft mit 39. Zimi hat mich auch abholen am Friedhof. Und ich habe ihn fast nicht gefunden. Fast nicht gefunden, weil eine riesen Baustelle ist und zu. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im N39. Mal bitte, es ist Mittwoch zu oben. Und wir haben jetzt gerade das Video gedreht hier unten. Wir drehen es gerade nochmal eins für euch. Im wunderschönen N39. Genau. Und jetzt gehen wir raus, eins. Wir gehen jetzt schnell raus, unsere Sucht befriedigen. Also eine von den Suchten, die wir haben. Sucht, nicht Sucht. Du bist in Basel. Anyhow. Das heißt nicht die Fassung. Und da stehen natürlich ganz viele tolle Menschen. Auf jeden Fall gehen wir zu rauchen und sind jetzt sozial und reden mit ihnen. Leuten. Sozial! Ich bin gerade noch am Fragen aufschreiben, weil das gibt es im nächsten Video dann. Sie wird leiden. Ja, aber du musst das nachher alles erklären. Ja, oh Scheiße, ich werde nachher so viel lernen und ihr draußen auch wahrscheinlich. Wahrscheinlich die Frauen unter euch, die Lesben unter euch werden sehr viel lernen nachher. Vom schwulen Sprachgebrauch. Ist ja auch schwul. Was? So, wir sind gerade live am Drehen. Da vorne ist die Kamera. Und da ist der Leon, Carsten, Olli. Und dann haben wir auch noch einen guten Mensch. Klaus Bärbel. Klaus Bärbel. Erklären wir doch mal Rice Queen. Rice Queen? Irgendeine japanische Sexstellung oder so. Nicht ganz. Rimin. Also, ich strahle jetzt nicht, weil ich es so super finde, sondern weil ich weiss, was es ist. Das ist, wenn man... Rimin ist, wenn man... Sie weiss es und es ist mega peinlich zu sagen. Und ich bin froh, weiss es, kannst du schon bei dir sagen. Ich muss mal schauen, wie Zimi etwas ganz Wichtiges muss erzählen. Komm, stand noch schnell auf. Sie ist vorhin gerade in der Stuhl gesessen und zwar so. Nein, ich bin so gestanden. Also, wisst ihr, was auch lustig ist? Und dann ich mache so. Aber weißt du, hauptsächlich ich darf nicht auf dem Stuhl sitzen, aber sie muss da sitzen. Ja, erzähl jetzt, was? Also, was ist wisst ihr, was eben auch lustig ist? Ich tue gerade mega komisch. Du bist schwule Influenza. Du musst nur so viel ab. Nein, ich sehe meinen Oberschenkel. Appen! Okay. Ui, es ist Gott. Ich glaube, ich schlafe auf dem Sofa. So. Ja. Ja, also. Ja, wir warten immer noch auf die Sonne YouTube. Also, sie ist nicht gemacht für den Thron. Also, ja, ich habe glaube ich, so ein pinkes T-Shirt. Ich werde gerade anfangen, es hat im Internet eine ganze Liste. Ja, eben. Es gibt mega viel. Es gibt so eine ganz eine Seite. Aber es muss einfach ein um das Mikrofon und hinter der Kamera stehen. Komm, wir schreiben an. Ich hab. Gell, es ist Nachmittag. Wir sind im Fall voll hier seit dem. Muss es immer versauen? Immer? Ich? Also schaut Leute, ich bin ganz nass. Von seiner Spucke. Ja. Ja, weil wir haben jetzt gerade einen Flachwitz-Porno-Titel-Challenge. Nein, wir haben aber keinen Flachwitz verloren.
haben nur dafür Harry Potter und die Klapperschlange, oder? Nein. Gibt so Oma im Loma. Fick die Oma ins Koma, genau. So, auf jeden Fall haben wir unsere Challenge gemacht. Wieder eine für euch. Also heute haben wir drei gedreht. Es ist ein bisschen feuchtfröhlich geworden. Heute haben wir drei Challenges gedreht. Und am besten müsst ihr dann nämlich selber auch etwas ins Wasser und ins Wasser. Was ist das? Ein bisschen Wasser ins Maul nehmen, vor dem PC sitzen und dann mal schauen, ob man die Tastatur dann noch benutzen kann. Ja. Mir wird dann im Video verraten. Oder rumgespuckt. Rumgespuckt. Und gespritzt. Alles glaube ich okay. Wir gehen jetzt dann bald ins Bett. Ja. Wir schlafen aus und morgen geht es wieder arbeiten. Ich gehe zuerst duschen. Ich habe nur noch kaltes Wasser, also ich habe das heiße Wasser abgestellt. Sie glaubt schon wieder. Mann! Ausnahmsweise fragt mal der Joko, nicht ich. Yes, guys! Jetzt sind wir auf dem Heimweg. Das hat jetzt erst gesagt. Man sieht mich kaum, aber es ist gut, weil ich sehe aus wie ein Hafenhuren. Also sehe ich eigentlich immer, aber... Nein! Ich habe noch Hunger. Nein, du? Du schon? Nein, nicht wirklich. Doch, du hast, sonst hättest du es nicht gesagt. Wir sind leider in der ausgestorbenen Stadt Basel, wo man so gut, so gut wie nichts findet zum Essen. Es ist spät, dass man gerade in McDonald's und ich auch viel bewusst bin. Also, macht's gut und bis zum... und bis zum nächsten Mal. Jetzt läuft schon die Musik im Hintergrund, weil jetzt ist schon fast fertig. Jetzt ist gerade fertig. Ja, keine Musik am Schluss. Ja, fein. Eben. Mach ich fertig. Also. Tschüss.